Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Destiny 2 hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind weiter in der Hauptquest-Kampagne und wir müssen zurück auf die Farm. Und dort sollen wir mit diversen Leuten reden. Und das machen wir natürlich jetzt auch. Wenn wir denn gelandet sind. Ja, sieht gut aus. Ein Ladebildschirm. Ein Video. Was du also sagen willst ist, wie wir es machen, ist es verkehrt. Im Gegenteil. Jetzt, wo wir wieder zusammen sind, haben wir vielleicht eine Chance. Fakt ist, zerstören wir die Waffe, lösen wir eine Kettenreaktion aus und statt unserer Sonne gäbe es eine Supernova. Naja, zumindest sind wir zusammen. Genau. Wir wissen, was zählt. Die Freiheit des Reisenden. Ich glaube, wir drei und ein großer Haufen Sprengstoff wäre eine Option. Wisst ihr, ich habe immer noch den Vex-Teleporter. Die Reichweite ist gering, wir müssen also ziemlich nah ran. Dann müssen wir es eben innerhalb der Stadtmauern versuchen. Aber ohne das Licht wird ein Angriff auf die Mauer sicher scheitern. Wir könnten... Es gäbe kein Zurück mehr. Das ist es wert. Wie kommen wir rein? Wisst ihr, die Stadtmauern sind fast wie dieser Stall. Man kann ungesehen hindurchschlüpfen, wenn man weiß, wo. Du bist sicher keine Jägerin von mir? Capes finde ich albern. Ach so. Schicker Poncho. Ihr müsst euer Team ohne Aufsehen in die Stadt bringen. Meine Leute und ich können euch helfen. Am liebsten schießen wir sowieso auf böse Jungs. Hawthorne, es reicht schon, dass wir unser Leben aufs Spiel setzen. Aber du musst das nicht tun. Du bist kein Hüter? Glaubt ihr, dass nur ihr Opfer bringen dürft? Ihr vergesst, dass wir die ganze Zeit auch ohne Licht überlebt haben. Es gab eine Zeit, da war dieser große weiße Ball am Himmel für uns alle da. Wird Zeit, dass wir den Gefallen erwidern. Ob Hüter oder nicht. Tolle Rede und so, aber was ist denn mit der Supernova und der Auslöschung der Menschheit und so? Wenn wir die Allmacht nicht zerstören können, schalten wir ihre Waffe aus. Dafür brauchen wir einen bestimmten Hüter. Wir brauchen eine gute Tarnung, wenn wir durch eine Kabal-Armada fliegen wollen. Wenn ihr ein Kabalschiff braucht, gibt es in der Nähe eine Basis. Aber sich reinzuschleichen wird nicht einfach. Oh, wir schleichen nicht mehr. Wenn ich eines von Kate gelernt habe, dann die Wirkung eines großen Auftritts. Wie rührend. Will jemand eine Umarmung? Ein Drücker? Nein? Nicht kuscheln. Gut. Will jemand einen Drücker? Ja, ich. Nach dem Ladebildschirm. Ladebildschirm. Ja, du da draußen kannst natürlich vorspulen. Ich bin hier hilflos drin gefangen. Bin ich mal gespannt, wo es jetzt hingeht. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Oh je. Da tut sich nix. Jetzt tut sich was. Kaputt, kaputt, kaputt. So. Wenn wir dann gerade mal hier sind, schauen wir mal eben. Sei gegrüßt. Post, wir haben einen Helm vergessen. Nehmen wir natürlich check, mit. Check, check, check. Check, check, vielen Dank, mein Freund. Tschüss, mach's gut. So.
Ich weiß nicht, bei ihr. Wir haben alles da, also keine Eile. Willkommen, Hüter. Hallo. Und wir kriegen Warlock-Hülle. Erfordert Level 15. Für Geister, die stolz sind, der Partner eines Warlocks zu sein. Okay. Ja. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast, Hüter. Begeistert, die sich in die dichten Wälder der europäischen Todeszone trauen, spüre Depots innerhalb eines 30 Meter Radius in der Todeszone auf. Chance auf zusätzliche Gruppen, Verbrauchsgegenstände im Schmelztiegel. Generiert Waffenmeister Telemetrieschaden auf Arcus Waffenskills. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass der Soll ich jetzt die Frage an den Breakout, sagen, der dabei ist, ziehe ich jetzt den lilanen an oder lasse ich den grünen drin? Die eigentlich Latte, ne? Entschuldigung, ich hatte jetzt nicht zugehört gehabt. Was war da? Ich habe bei der Tante hier im Lager so einen lilanen, eher so einen epischen Geist bekommen. Der grüne ist also ja nur. Der grüne macht dir halt, wenn du in der Todeszone bist, der zeigt dir an, wo Kisten gut und so weiter sind. Du bist es. Ja. Lass uns beginnen. Und bei dem anderen musst du halt jetzt lesen, was für Vorteile dir der gibt. Ja, dementsprechend entscheidest du, welchen du behalten möchtest. Dann lassen wir den Lilane mal drin, solange wir nicht auf der Erde sind. So, wir sollen nochmal hier mit Horsthorn reden. Bitte sehr. Erinnerst du dich noch an die Kabalbasis in der Nähe? Ein Kumpel von Gaul ist da der Boss. Tumus. Wir wissen, dass er Zugang zur Allmacht hat. Du stürmst die Basis, klaust Tumus Schiff, schleichst dich damit an Bord der Allmacht und legst sie lahm, bevor unsere Sonne zerstört wird. Ach so. Tumus kannst du dann auch gleich erledigen. Gib das Signal und wir stürmen die Stadt und erobern sie zurück. Muss schon sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass du von einem interplanetarischen Ausflug zurückkommst. Erst recht nicht mit der Vorhut. Ich sag dir, die Rotlegion hat keine Chance. Ja, dann nehmen wir die Quest mal an. Neue Meilensteine hinzugefügt. Clan-Engramme. Der stärkste Clan zieht zusammen an einem Strang. Wenn du deine Stärke bewiesen hast, dann komm zurück, um dir ein kleines Geschenk abzuholen. Patrouillen, sprich mit Kate 6. Neue Meilensteine hinzugefügt. Sprich mit Ikora. Also mit denen sollen wir jetzt hier überall reden? Geht auf dich acht, okay? Oh je. Wo sind sie denn, die Prinzessin? Ja. Sind die hier oder auf der Erde? Oh, er zeigt mir ja nichts an. Sagt ihr dir nicht? Welche? Mit wem sollst du sprechen? Warte mal, Kate 6 und Ikora und... Ich glaube, wir sollen auf die Erde, ne? Kann das sein? Ja, wir müssen auf die Erde. In die Schlucht. Da würde ich auch gerne, wenn wir das machen jetzt, vielleicht dann auch... Wir haben da drei Abenteuer, die würde ich gerne noch mitnehmen, wenn du nichts dagegen hast. Von mir aus? Die Dinger sollten eigentlich mindestens... Ja, sinnvoller wäre es aber erst nach der Kampagne. Sollte ich erwähnen. Okay, dann machen wir nur die Kampagne. Ja, die, ich denke mal, die sind hier, ne? Wo konnte ich die Quest nochmal einsehen? E gedrückt halt, ne? Oder was war's? Die rote Schlacht. Ja, erreiche Level 15 und schließe die Mission Rache in der ETZ ab. Schließe Weltaktivitäten oder Schmelztiegel-Matches ab, um aufzuleveln. Hast du den Durchgang im Schmelztiegel verpasst? Ach so, Strike, sprich mit Zavala, Strike-Zugang, Patrouillen, sprich mit Kate 6, Patrouillen-Zugang. Und Herausforderung, Herausforderung-Zugang. Okay, dann reise ich jetzt hier zur Schlucht. Herr Kollege. Ja. Flups. Ich hoffe, dass der Ladebildschirm jetzt nicht so lange wird. Ja, die drei schalten uns jetzt wohl die besonderen Aktivitäten frei. Also glaube ich nicht, dass wir jetzt für die Mission mit denen reden müssen, für die Kampagne. Und wir landen fast. Wir sind im Orbit. Wieso hast du eigentlich ein anderes Schiff als ich? Ich habe einen ganzen Fuhrpark. Echt? Ja, die kriegst du hinterhergeschmissen später. Ah, ja. Da sind ja nur Gimmick. So, da sind wir. Und wir müssen jetzt bitte wohin? So, wir müssen eigentlich nur hier
Runter. Das, ja. Ich glaube, man hätte auch über die Brücke gehen können, aber nein. Wir brechen uns eher das Genick. Latschen wir jetzt richtig. Der Explorer hat es ja wieder. Ne, wir latschen falsch. Müssen die anderen latschen. La la la. Und ich glaube, ich muss mal niesen. Wer ist denn das da hinten? Wer war denn das da hinten? Wer schießt? Leider war Bums, der Kollege. So, ich müsste aber mal eben hier meinen anderen Geist nehmen, ne? Wenn wir schon hier sind, dann sollten wir es schon korrekt machen. So. Okay. Und nun müssen wir hier rauf. Da hinten müssen wir rein. Oh, Freunde. Level 18, zwei Level noch. Mann, da geht alles viel zu fix. Guck mal, hier hinten ist so zum Einsammeln. Ja. So. Ja, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Die rote Schlacht, Rache. Ja, wir sind bei 11 Minuten, 12 Minuten in der Aufnahme. Ja komm, dann wird die Folge ein bisschen länger. Wir starten die Mission. Jetzt geht's ja fix. Nein, ein Ladebildschirm, nein. Ja. Ist Blutwurst. Hüter, der Weg vor dir ist gefährlich. Mhm. Ich schicke dir Holiday mit etwas ganz Speziellem. Wow, 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 wow. Wie speziell genau? Bleib einfach in Bewegung. Stürme die Einrichtung und geh an Bord des Kabalträgers. Egal wie, wir müssen es zur Allmacht schaffen. Eine Mission, da kann man keine Matronen finden, oder? Ich glaube, wir fahren gleich Panzer. Zavala, ich muss dich mal was fragen. Als du diesem Hüter hier gesagt hast, dass du noch Munition, nee, Beutetruhen. Kate brauchst. Achso, nee. Also, hast du da vielleicht in der, unter Umständen Open World vielleicht geweint? Also draußen. Ja. Holiday, was ist dein Status? Fürs Protokoll, er bestreitet es nicht. Ich brauche noch ein bisschen, Commander. Das alte Mädchen ist schwer. Müssen wir überhaupt hier lang? Ja. Komm, mein Flammenfreund. Hallo! Nein! Das spricht ja nicht so. Dieses hübsche Ding habt ihr ja schon während eures Nahtoderlebnisses auf der Arkologie gesehen. Wir bekommen einen Panzer? Was? Die kriegen einen Panzer? Wieso bekomme ich nie einen Panzer? Du würdest ihn nur kaputt machen. Genau, der Explorer, der kann damit umgehen. Glaube ich. Also steig ein. Achso. Muss man nicht erst hier alles niederratzen? Dafür hast du den Panzer. Ah, wir können sogar schießen. Ah. Siehst du, und schon verkackt. Ja. Drück und halte E, um Ziele anzuvisieren. Ich auch ein. Das war doch gar nicht. Mal raufbotzen, oder?
Panzer. Herr Panzer. Ja. Hüter, ruf mich, wenn du noch einen von diesen wunderschönen Panzern haben willst. Am Nachschub mangelt es nicht. Okay, der ist im Spalt tot. Also nichts und die bekommen so viele, wie sie wollen. Das merke ich mir. Guck mal, halt, hier gibt's neue. Ich jetzt einen neuen Panzer? Erstmal musst du der Plattform runter, aussteigen, auf die Plattform drauf und. Wie steigt man aus? Leertaste. Also springen lassen. Okay, bitte sehr. Danke sehr. Ich glaube nicht, dass wir uns durch diese Tür schießen können. Komm nicht. Die Steuereinheit sollte in der Nähe sein. Okay. Fluppi. Tunneltür öffnen. TT. Achtung, der Träger lässt die Antriebe an. Du solltest dich besser beeilen. Tumos ist auf dem Träger. Nur durch ihn können wir die Allmacht entern. Los! Nein, ne? Naja, hast recht. Wer kann, der kann. Auch Panzer. Aber nicht mehr lange. Die Brücke eingezogen. So kommen wir da nicht rüber.
Mhm. Oh, dein Superpanzer kann nicht fliegen? Oh. Oh. Koloss von Rhodos. So sollten wir es rüber schaffen. Ja. So? Ihr wolltet mir also keinen Panzer geben. Warum habt ihr dann unseren Lieblingshüter nach mir suchen lassen? Deine risikoreichen und einsatzfreudigen Kampfmanöver können sehr effektiv und inspirierend sein. Das ist jetzt wieder zurück, ne? Ja, aber mit einem Panzer sind die 100-mal inspirierender. La, 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 la. Ja, dann wollen wir mal. Oh. Nein, mach das nicht, nein. Nein, das ist unfair. Kannst mich mal eben hier, Wie hast du das hingekriegt? Frag mich doch nicht, weiß ich doch nicht. Steig aus und tu dir am besten eine 9. Ich glaube, vorher darf ich jetzt erstmal sterben. Güter gefallen. Wiedereinstieg in 2, 1, was? Achso. Da. Ja, fahr du mal vor, ich laufe jetzt nicht zurück, weil der nächste Panzer müsste da vorne irgendwo kommen. Ja, da kommt er direkt. Welche Richtung? Ach, ich falsche Richtung machen. Ja, okay. Ach, Kind, das ist doch wieder aufregend. La 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 la. So. Ich glaube, jetzt kommt ein Bosskampf. Okay. Hier durch oder was? Ja, ganz durch. Da ist dann halt der Gegnerpanzer. Gegnerpanzer. Okay. Komm mal rückwärts. Komm mal vorwärts. Nein! Boah, Explorer. Das war gut. Das war sehr gut. Warum? Sah gut aus, auf jeden Fall. Ja, jetzt muss ich 20 Sekunden warten. Ah, das hat sich auch fast erwischt. Drei, zwei, eins. So, wo kriegen wir jetzt den Panzer?
ein Stückchen zurückgehen. Ein Stückchen zurück? Aber ich glaube, es hat sich schon erledigt. Okay. Dann komm ich. Ah, wow, 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 wow. Sicher, dass der Boss tot ist? Ja, ich glaube, ich habe Internet nicht geschossen. Wegsack. Muss man da Absicht gehen. Jo. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob wir den noch brauchen, den Ratsch-Kandidat. Ja, fahr du mal vor, ja. Weil mich natzen die auf einmal weg hier. Wir sind fast aus den Tunneln raus und sollten bald den Träger erreichen. Gut. Alles, was zwischen dir und der Allmacht steht, du, ist Tumos, der Ungeborene. Ich war mit meinem Gleiter hinterher. Er gehört der Blutwache an. Einer von Goals Auserwählten. Du wirst sterben, ne? Weißt du. Würde für ihn sterben. Wieso hilfst du ihnen nicht dabei? Okay. Ja, da vorne gibt's neue. Was ist das jetzt? Sie schirmen den Träger ab! Ich glaube, da kommt gleich noch ein anderer Panzer. Wäre ich mich jetzt nicht. Das ist geradeaus, ne? Da müssen wir auf das Vieh schießen. Siehst du die Generatoren? Wir müssen sie zerstören, wenn wir an Bord des Trägers kommen. Generatoren? Wollen. Ja, okay. Oder wie zerstören wir die? Ich glaube draufschießen. Ich bin gerade selber auf. Was hab ich mir? Draufschießen? Passiert nichts. Bist du sicher draufschießen? Ja, unterhalb von den Dingern ist ein Kraftfeld. Da musst du draufballern. Unter von den Dingern ist das okay. Du meinst aber schon das Teil, wo die Strahlen rauskommen, ne? Oder hatten wir den hier schon? So was aus wie ein Raketenwerfer. Ja, ja. Ach, der ist aus, okay. Den hast du hier schon, oder? Das ist ja bestimmt schon dauernd. Generator weniger. Du hast oben drauf geschossen. Nee, jetzt habe ich den. So, die vorderen sind aus. Nee, du hast noch nicht drauf geschossen. Doch. Hier unten, wo ich stehe, da. Hier unten, guck, hier unten. Warte mal. Ich komme. Ich komme, erscheine. Ach, da drauf. Ja. Da muss erst mal aufkommen. Neues Ziel. Der Schild ist deaktiviert, aber das Schiff hebt gleich ohne uns ab. Der Träger darf nicht abheben. Ein paar Raketen in den Auspuff sollten das Problem lösen. Ich glaube, jetzt heißt es dran. Ein paar Raketen in den Auspuff? Ja, da hinten ist erstmal ein Gegner. Also. Lalalala. Got this down. Down.
bleibt am Boden. Lass uns Tumors finden. Okay. Gute Arbeit, Hüter. Und Kate, wenn das hier vorbei ist, rede ich mit Holiday über einen Panzer für dich. Oh, ich hab dich auch vermisst, Kumpel. Oh. Gut, dann machen wir hier einen Cut. Wir sind bei 30 Minuten. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sage tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao.